Es gibt nichts Schlimmeres und Nervigeres, als wenn Kinder und Jugendliche sich denken, ja, ich mache jetzt einfach mal die Dinge, auf die ich Bock habe und auf alles. Ja, und deswegen schauen wir uns heute mal wieder gottlose Kinder an, wo man sich wünscht, besser nicht die Eltern zu sein. Bleibt unbedingt bis zum Ende, damit ihr für eure Zukunft später wisst, wie ihr am besten nicht eure Kinder erziehen solltet. Der erste Bree übertreibt direkt seine Lage im Unterricht. Der Wurf war crazy, das muss ich sagen. Aber wie ehrenlos musst du sein, um einen Mülleimer auf deinen Mathelehrer zu werfen? Der Arme dort hat jahrelang studiert, nur um dann random in einer Klasse von einem Mülleimer getroffen zu werden. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Wie stumpf der da auch fliegt. Und der Arme weiß nicht mal, wer es war. Das ist echt ein ehrenloser Pisser hier vorne. Vor paar Tagen war ja Weihnachten und gönnt euch mal, wie diese Jungs auseinandergenommen wurden von ihren Eltern. Oh no, die denken wirklich, sie bekommen eine PS5. Wie die abgehen drauf, die sind ja komplett am Ausrasten. Die werden gleich enttäuscht sein Vater sein. Bro, hey, come here, man. Come here. Hey! Bro, get up, bro, go outside! Ach du heilige Sch... Ja, damit frohe Bescherung, ne? War bestimmt noch ein frohes Fest danach. Come here. Hey! Wie undankbar. Sie bekommen eine PlayStation 4 anstatt 5 und sie hassen ihre Eltern einfach dafür. Oder hätte ich damals eine PlayStation 4 von meinen Eltern bekommen? Bro, ich hätte geweint vor Freude. Gottlose Kinder mal wieder. Sperrt die ein. Wenn kleine Brüder Fortnite spielen. Verpiss dich ins andere Zimmer. Ja, okay, entspann dich, Mann. Das hier kommt raus, wenn sie wirklich eine PS5 bekommen und den ganzen Tag zu Hause zocken. Lil Bro hat schon Aggressionsprobleme mit 11. Verpiss dich ins andere Zimmer. Chill, Bro. Nimm deine Pillen und komm runter. Das ist nur ein Spiel. Was? Nur ein Spiel? Das ist nicht nur ein Spiel. Fortnite ist mein Leben. Yep. Genauso wie es das Leben von dem nächsten kleinen Birrer ist. Der hat nämlich das Fortnite-Event verpasst. Und das ist seine Reaktion. Schade, se pasó el evento. Damn, boy. Der Arme bekommt Depressionen wegen Fortnite. Hätte ich in der heutigen Zeit Kinder, ich würde den Fortnite-Verbot geben, bis sie mindestens 14 sind oder so. Weil alles darunter wird gefährlich für ihre Zukunft. Denn ich kann euch ganz genau sagen, wie das endet, wenn man die Kinder viel zu früh verwöhnt und ihnen alles gibt, was sie haben wollen. Und zwar, sie werden so. Ja, get up, Mo. What the f***? Geht denn jetzt schon wieder da ab? Jetzt mal Real Talk, die ist doch gerade mal wirklich 8 oder so. Die ist 90 cm groß, was schiebt die da Welle? Bruder, what the f***? Die randaliert einfach in der Klasse wie ein Geisteskranker. Oder was ist passiert? Wurde ihr das Handy weggenommen, weil sie in der Stunde gespielt hat oder so? Die rastet komplett aus. Was ist los? Da frage ich mich echt, wer die Eltern sind. Wer hat dieses Ding da erzogen? Wäre das meine Tochter? Ich würde Speedrun beim Jugendamt machen, damit die mir sie einfach wegnehmen. Ja, ja, kümmert ihr euch bitte um dieses Biest. Ciao, ciao. Ich bin da fein raus. Viel Spaß. Da habe ich genug von diesen Quälteilen. Genau wie dieser Opa hier. Das ist so ein standard deutscher Allmann-Opa. Okay, okay. Das ist auch eine Art, gegen die Kinder zu kämpfen. Schon ein bisschen ehrenlos, ne? Das arme Skateboard. Der Opa ist schon so abgefuckt von allem, dass ihn auch sowas nicht mehr juckt. Der hat den ganzen Tag auf diesen Moment gewartet.
Aber naja, ich muss sagen, das ist vielleicht nicht die richtige Erziehung. Man sollte schon ein bisschen früher anfangen, den Kindern Respekt beizubringen. So wie dieser Vater hier, der schön mit seinem Neugeborenen im Trampolinpark ist. Holy sch... Was ist denn mit dem Baby passiert? Das Ding hat Triple Nipple Backflip mit Schraube und Bauchklatscher gemacht. Das wird mal ordentlich erzogen und nett sein. An das liebe YouTube-Team. Das hier war natürlich nur ein Spaßvideo. Und das Baby ist nicht echt, sondern nur eine Puppe. Das sieht man ja deutlich. Hier wurde niemand verletzt und das Video ist nur Satire. Versprochen. Wir sind verloren. Ich verarsche die Leute hier, stell denen bescheuerte Fragen. Zum Beispiel hier, kennst du das? Welche Vögel legen keine Eier? Legen Vögel überhaupt Eier? Nee, die legen keine Eier. Alles gut. Ja? Was hast du denn gedacht, wo die Eier herkommen? Mir wurde gesagt, dass Eier produziert werden. Was, die werden produziert? Bro, die trollt doch, oder? Das kann sie nicht ernst meinen. Die Eier, die wir essen zum Frühstück. Ja. Die man beim Netto und so kaufen kann, die werden produziert. Hä? Mir wurde das so erzählt, ich hab mich damit dir auseinandergesetzt. Ach du Scheiße, sie meint das wirklich ernst. Die Arme denkt wirklich, Eier werden in der Fabrik gemacht. Na. Ja, okay, wir sind wirklich verloren. Hä, du hast dein Leben lang gedacht, die Eier kommen aus einer Halle oder so? Ja, halt produziert, so wie die anderen Sachen. Wenn ich vorstellen darf, das ist unsere neue Generation. Eier werden in der Fabrik gemacht. Wie kann das sein, dass man in so einem Alter so eine Bildungslücke hat? Die klassische Hauptschule Duisburg-Schülerin. Wenn ich sie einmal vorstellen darf, der Klassiker. Eier werden in der Fabrik gemacht. Aber meine Elfbar, die ist natürlich. Die besteht aus echten Himbeeren und echtem Wasser. Das ist was Natürliches. Das ist gut für mich. Bei dem nächsten Kind muss ich mich wirklich zusammenreißen, nicht alles in meiner Wohnung zu zerstören. Ey, Alter, wieso? Wieso? Bro, sowas macht mich so aggressiv. Bitte, mach doch einfach, was dir gesagt wird. Wieso musst du jetzt heulen? Zerstech doch einfach den f***ing Ballon. Bitte. Wegen dir fliegt dieser verf***te Ballon weg. Danke, Mann. Ey, mich macht das so sauer, wie sie anfängt zu flennen und sich weigert. Ohne Sinn. Das verdirbt mir echt die Lust auf Kinder später, ne? Wäre ich der Vater hier, ich könnte für nichts garantieren, dass die Kleine jetzt nicht an den Ballon befestigt wird, der da wegfliegt. Baby findet heraus, dass der Hamster eine Nase hat. One more pet. That's his nose. Aua, danke dafür. Der Hamster hat vielleicht eine Nase, aber dafür hat er jetzt keine Ohren mehr. Ja, F an den Hamster. What do you think about California? You like it? Yeah. Oh, was ein kleiner süßer Racker. Der sieht niedlich aus und freundlich. You like it? Yeah. Do you like it? You taking a sh? What you doing? Nein. Er macht jetzt nicht wirklich das, was ich denke, oder? Doch, er macht es. Scheiße. Wortwörtlich Scheiße, Mann. Sowas muss der Albtraum für Eltern sein. Imagine, du bist mit der Familie draußen unterwegs. Geile Zeit, macht Spaß. Ihr genießt es einfach so unterwegs zu sein. Und auf einmal eins deiner Kinder macht diese Filme. Ganzer Tag gelaufen, wirklich. Das war's. Super. Und wenn ihr dachtet, es könnte nicht noch goofiger werden? Ja, dann seht selbst. Da ist deine Tasche. Gucci für 450. Ja. Beim Gucci Store, neuer Wahl. Okay. Und ja, mein Kind für 210. 210, zeig mal von vorne. Dreh dich mal um. Nee. Nee, von vorne hier so die. Ich wollte nur wissen, ob da ein Emblem drauf ist. Nee. Okay. Was hast du für die Cabine nochmal bezahlt? 210. 210 Euro. Bro, das sieht sch aus. Der hat halbe Vermögen von seinen Eltern ausgegeben, um einfach besch
Ägyptens zu sehen. Bro, what the f*** ist das denn? Diese goofy A-große Gucci-Tasche ist so unglaublich cringe. Wenn ich so einen Homie hätte, der auf Krampf Rich Kid sein will, boah, real for real, ich hätte keinen Bock mehr mit ihm zu chillen. Das ist hella peinlich. Das ist Generation TikTok at its best. Der Bre hat irgendwo gesehen, dass jemand gut ankommt, weil er teure Markenklamotten hat und will dann selber so sein. Und am Ende sind die Dinger safe noch fake und er fake flext hier im Video. Okay, hast du noch irgendwie was? Nein. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis blende ich jetzt hier ein. Ich hab mal ein bisschen Bargeld. Bargeld hast du auch noch? Ja. Zeig mal, ja. Hast du einen Batzen oder wie? Der hat auch sein Leben lang auf dieses Video gewartet. Extra Bargeld noch mitgenommen, um den Preis hochzutreiben, weil er denkt, das ist cool. Boah, aber der läuft. Wo geht's gleich hin, Digi? Europa-Passage. Bisschen einkaufen. Bisschen einkaufen? Ja. Wohin? In der Europa-Passage? Calvin Klein. Calvin Klein? Ja. Ein paar Boxershorts, ne? Jo. Für die Mädels so, ne? Mhm, ja, wegen Mädels. Obwohl, ich sag euch ehrlich, die Mädchen in seiner Altersstufe in Frankfurt feiern das Safe auch noch ab. Die sind genauso verloren wie er. Einmal ein dickes Rest in Peace an unsere heutige Generation. Ja, Leute, ich weiß, dieses Video war mal wieder hart. Wirklich hart. Deswegen lasst lieber ein Like da, falls ihr nicht so enden wollt, wie alle in diesem Video hier. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao, man.